Liebe Brüder, verehrte Schwestern, wir haben über die Pilgerfahrt gesprochen und gesagt, als eine kurze Zusammenfassung, dass der Pilger bei einem sogenannten Miqat beginnt. Bei dem Miqat geht er in den Ihram über, dann ist er im Weihezustand. Im Weihezustand begibt er sich zur Kaaba, umkreist die Kaaba 7-mal, verrichtet dann im Anschluss daran ein Gebet hinter dem Maqam von Ibrahim. Dann läuft er 7 Bahnen zwischen den Hügeln As-Safa und Marwa. Und hierauf kürzt er etwas von seinen Haaren oder Nägeln und tritt dann in der Stadt Mekka aus dem Weihezustand aus und beendet damit die erste Phase von Umrat al-Tamattu' und geht dann am 8. oder am 9. Dhul-Hijjah in die nächste Phase über. Er geht dann erneut in den Weihezustand in der Stadt Mekka aus und begibt sich zum Berg von Arafah. Dort verbleibt er dann den Tag und am Abend, und das ist dann die nächste Station, strömen die Pilger von Arafah zu einem Ort namens Al-Muzdalifah oder Al-Mash'ar al-Haram. Dort verbleiben sie dann zwischen Al-Fajr, dem Morgengebet, dem Beginn des Morgengebetes, bis hin zum Sonnenaufgang. Nach dem Sonnenaufgang begeben sich die Pilger zu einem Ort namens Mina. Und in Mina gibt es 3 Handlungen, die sie dann vollziehen müssen. Die Teufelssteinigung, wie es manchmal übersetzt wird, dass man dort einen Felsen mit Steinen bewirft. Das Opfertier, was man bringt und dessen Fleisch dann Bedürftigen zugutekommen soll. Und zu guter Letzt das Rasieren der Kopfhaare oder Kürzen der Haare, je nachdem, welche Verpflichtung man in diesem Zustand hat. Wenn er dann mit diesen Handlungen fertig ist in Mina, geht er zurück nach Mekka, macht nochmals ein Tawaf, nochmals eine Umkreisung, nochmals ein Gebet, nochmals ein Sa'i und dann macht er nochmals ein sogenanntes Tawaf al-Nisa, nochmals ein Gebet und dann geht er wieder zurück nach Mina, übernachtet 2 Nächte und während dieser Übernachtung in den Tagen bewirft er die 3 Säulen nochmals mit Steinen. Das ist, wenn man so will, die Kurzfassung der Handlungen beim Hajj. Und wir haben darüber gesprochen, was die tieferen Bedeutungen dahinter sein könnten oder was jedes einzelne Ritual als eine Bedeutung hervorhebt oder betont oder zumindest, wenn es nicht direkt irgendwie betont, welche Lehren wir als objektive Betrachter davon herleiten können, ziehen können. Weil Imam Sadiq alaihi salam sagt in einer Überlieferung sinngemäß, der Gläubige versucht bei jedem Anblick, bei jeder Erscheinung eine Lehre für sich und sein Leben zu ziehen. Die nächste Station nach Arafah und dem Stehen im Arafah ist der Verbleib in Muzdalifah, beim Mash'ar al-Haram. Und dort muss man verbleiben zwischen Fajr, dem Beginn des Morgengebetes, bis nach dem Sonnenaufgang. Es ist Pflicht, in diesem Zeitraum dort zu verbleiben. Während dieses Zeitraumes ist es empfohlen, mustahab, sich auf die bevorstehenden Aktivitäten vorzubereiten. Das heißt, die bevorstehenden Aktivitäten sind unter anderem das Bewerfen einer Säule, die den Teufel darstellt oder symbolisiert. Darauf soll man sich vorbereiten, indem man schon in Mina die Steine dafür sammelt. Gut, was ist jetzt die tiefere Bedeutung dieses Rituals? Einige Gelehrte, die sich dazu geäußert haben und Werke dazu verfasst haben, heben hervor, dass dieses Ritual die Wichtigkeit im Islam unterstreicht, die Zeit zwischen Morgengebet, Beginn des Morgengebetes und Sonnenaufgang zu nutzen. Diese Zeit, Bainat-Tulu'ain, das heißt zwischen dem Morgengebet, Beginn des Morgengebetes bis zum Sonnenaufgang, ist eine heilige Zeit im Islam, ist eine sehr wichtige Zeit im Islam. Und das Schlafen während dieser Zeit ist verpönt, ist unerwünscht. Schaut euch einige Überlieferungen dazu an. Der Prophet sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sagte, wer nach dem Gebet, nach dem Morgengebet in seiner Gebetsnische verweilt, bis die Sonne aufgegangen ist, dem wird Allah subhanahu wa ta'ala vor dem Feuer der Hölle schützen. Es ist also ein Schutzfaktor, wenn man in dieser Zeit wach bleibt. Die Überlieferung sagt nicht, wer wach bleibt und betet und Dhikr macht und Dua liest, was natürlich sehr gut ist. Die Überlieferung redet nur davon, wach zu bleiben. Wach sein in dieser Zeit. Das ist ein sehr interessanter Aspekt. In einer anderen Überlieferung, die Imam Ali a.s. zugeschrieben wird, sagt er, inna nauma qabla tulu'i shams wa qabla salati al-isha', der Schlaf vor dem Sonnenaufgang und vor der Nacht oder vor dem Nachtgebet führt zu Armut. Führt zu Armut und shatat al-amr und Verwirrung und ein Durcheinander im Leben. Das heißt, der Prophet sagt, das Wachbleiben führt dazu, dass Allah einen Menschen vor der Hölle schützt. Das ist eine jenseitige Auswirkung. Und in dieser Überlieferung wird auf eine diesseitige Auswirkung hingewiesen, dass wer in dieser Zeit wach bleibt, nicht schläft,
der wird seinen Tag besser planen können, der wird sein Leben besser im Griff haben können. Die Überlieferung sagt, wer hier schläft vor dem Sonnenaufgang, das wird dazu führen, dass er ein Durcheinander im Leben haben wird, dass er Verwirrung im Leben haben wird. Weiterhin heißt es in einer Überlieferung von Imam al-Sadiq alaihi salam, der Schlaf, der Morgenschlaf nach dem Morgengebet vor dem Sonnenaufgang ist unselig, verwünscht, nichts Positives, mash'um. Dieser Schlaf in dieser Zeit vertreibt den Lebensunterhalt, das Einkommen, die Lebenserweiterung, ar-Rizq, wird dadurch vertrieben. Es führt dazu, dass die Farbe verblasst, dass die Farbe unschön wird, die Hautfarbe des Menschen, dass sie sich verändert. Und es ist der Schlaf eines jeden Unglücklichen oder Unseligen. Und Allah subhanahu wa ta'ala verteilt Rizq in dieser Zeitspanne. In dieser Zeitspanne wird der Rizq des Tages, wenn man so will, verteilt von Allah subhanahu wa ta'ala. Und deswegen sollte man in dieser Zeit nicht schlafen. Und Muzdalifa verkörpert genau diesen Akt des Islams. Muzdalifa verkörpert genau diese Wichtigkeit im Islam, dass man diese Zeit nutzt. Glaubt mir, diese Zeit hat sehr viele positive Auswirkungen, wenn man sie nutzt. Man kann schon sagen, die Spiritualität des Menschen im Verlaufe des Tages ist davon abhängig, wie er seinen Morgen beginnt. Umso spiritueller er seinen Morgen beginnt, umso wachsamer er schon bereits am Morgen ist, umso spiritueller wird er auch am Tag sein, umso weniger Sünden wird er machen. Und deswegen haben zahlreiche Überlieferungen den Fokus auf was gerichtet? Auf diese Zeit. Nicht unbedingt mit Gottesdienst. Wenn du Gottesdienst verrichtest in dieser Zeit, umso besser. Nurun ala nur, Licht über Licht. Aber einfach nur wach zu sein, bereit zu sein, den Tag zu planen, fit zu sein, den Sonnenaufgang zu erleben, hat schon positive Auswirkungen laut den Überlieferungen. Sicherlich, man darf dabei nicht übertreiben, denn es ist letztendlich nur eine empfohlene Sache, die man nicht vernachlässigen sollte. Ich weiß, weil die heutige Lebenswirklichkeit erlaubt es nicht immer, zwischen dem Morgengebet bis zum Sonnenaufgang wach zu bleiben. Das ist Realität, da kann man nichts schönreden. Deswegen ist es wichtig hervorzuheben, dass wenn man zumindest das, was man machen kann an Gottesdienst in der Morgenzeit, ohne dass man dann schwach wird für den Tag oder seine Arbeit am Tag nicht richtig verrichten kann, was ja dann auch irgendwo Hak und Nas ist, oder? Der Arbeitgeber, der von dir eine Arbeit will, will, dass du sie sauber erledigst. Er will nicht, dass du müde zur Arbeit gehst. Aber wenn du dann diese Zeit wach bleibst und mit Bittgebeten verbringst und am Ende müde, kaputt zur Arbeit gehst, das ist auch nicht vom Islam gewollt. Deswegen haben wir auch Überlieferungen, die ganz klar den Mu'min freisprechen, wenn er seine Aufgabe erledigt hat, wenn er die empfohlenen Taten gemacht hat, dann kann er auch ruhig schlafen, das ist kein Problem. In einer Überlieferung fragt ein Mann, Imam al-Sadiq alayhi salam, er sagt, ich wache auf zum Morgengebet und ich verrichte meine Gebete, ich mache mein Dhikr, ich mache die Bittgebete, das, was für mich möglich ist. Und dann muss ich schlafen. Aber es ist mir verhasst, ich möchte eigentlich nicht schlafen. Und dann fragt Imam al-Sadiq alayhi salam, warum? Er sagte zu Imam al-Sadiq alayhi salam, weil ich habe Angst oder ich befürchte, dass die Sonne von der anderen Seite aufgeht. Das bedeutet, das ist ja ein Anzeichen der Erscheinung von Imam Mahdi alayhi salam. Und er, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Was bedeutet das? Das heißt, Imam al-Sadiq hat seine Gefährten so gut auf die Ankunft von Imam Mahdi vorbereitet, dass sie Angst hatten zu schlafen und dieses Zeichen seiner Erscheinung zu verpassen. Er sagt, ich habe Angst zu schlafen und dann verpasse ich, wie die Sonne auf der anderen Seite aufgeht und quasi der Imam und die Erlösung erscheint, dass Allah erlaubt dann den Qa'im, salamullahi alayhi ajallallahu ta'ala farajahu sharif, erlaubt, seine Revolution zu beginnen. Das zeigt, wie tief Imam al-Sadiq es geschafft hat, diese Ankunft des Imams vorzubereiten und in den Seelen einzugeben. Wisst ihr zum Beispiel, dass ein Bittgebet nach dem Mittagsgebet, die Ta'qibat, oder? Es ist ja empfohlen, nach dem Mittaggebet Bittgebete zu lesen. Ein Bittgebet davon von Imam al-Sadiq al-Islam ist nur für Imam Mahdi gewesen. Imam al-Sadiq hat für Imam Mahdi gebetet. Für den Abid, für den Diener, den Allah subhanahu wa ta'ala eines Tages schicken wird. Jedenfalls sagt Imam al-Sadiq zu dem Mann, der ja Angst hat zu verschlafen, keine Sorge, wenn du dein Bittgebet verrichtet hast, dein Gebet verrichtet hast, kannst du auch schlafen, denn wenn das ein Anzeichen ist, wirst du es schon beim Fajr bemerken. Nicht erst beim Sonnenaufgang. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. In einer weiteren Überlieferung sagt Imam al-Ridha alayhi salam zu einem seiner Gefährten, dass wenn du mich besuchen willst, besuche mich nach dem Sonnenaufgang, weil ich schlafe nach dem Fajr.
Da haben die Gelehrten natürlich viel Diskussion. Einige sagen, das ist eine gefälschte Überlieferung. Das kann man durchaus sagen. Andere sagen, es ist ein spezieller Anlass. Imam Ruda a.s. hatte viel zu tun und hatte an diesem speziellen Tag es so organisiert, dass er eben nur in dieser Zeit schlafen konnte. Deswegen, es ist durchaus erlaubt und es ist nicht schlimm, wenn man aufgrund anderer Faktoren diese Zeit nicht wach bleiben kann. Nichtsdestotrotz unterstreicht dieses Ritual beim Hajj die Wichtigkeit dieser Zeit und die Wichtigkeit, den Morgen zu nutzen, um den Tag vorzubereiten. Genauso wie man bei diesem Ritual die Zeit nutzen sollte und bereits die Steine sammeln sollte, um den Teufel zu steinigen, symbolisch, sollte man auch in seinem Leben bereits morgens vorbereitet sein auf die Aktivitäten des Tages, die diesseitigen Aktivitäten und die jenseitigen Aktivitäten. Und deswegen, ich habe euch bereits gesagt, viele Überlieferungen legen den Fokus auf den Morgen. Sagt der Prophet sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, ma akhlasa abdun lillahi azza wa jall 40 sabaha. Es gibt keinen Gottesdiener, der Aufrichtigkeit walten lässt für Allah subhanahu wa ta'ala 40 was? 40 sabaha. Tage ist nicht falsch, die Übersetzung, aber genau genommen sabaha, morgen. Morgen. Er hat Ayatollah Jawadi Amri, möge Allah ihn schützen, merkt hier an und sagt, achtet auf die Überlieferung, der Prophet hat nicht gesagt, 40 Yawma oder Masa'a. Er hat nicht gesagt 40 Tage oder 40 Nächte oder Abende. Er hat gesagt 40 Sabaha, weil der Tag beginnt am Morgens. Wer 40 Morgen oder Tage Aufrichtigkeit walten lässt für Allah subhanahu wa ta'ala, Allah wird die Quellen der Weisheit von seinem Herz entspringen lassen und sie über seine Zunge fließen lassen. Der Fokus ist auf was? Auf morgens. Das ist wie, wenn ihr inshallah jetzt verreisen möchtet im Sommer. Die meisten Menschen gehen natürlich morgen, weil man dort besser vorbereitet ist. Eine weitere Überlieferung von Imam al-Sadiq alayhi salam, und die ist authentisch überliefert vom Propheten sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, und die Überlieferung kennt ihr alle. Er sagt, man asbaha, wer aufsteht morgens. La yahtammu bi umuril muslimin falaysa minhum. Wer morgens aufsteht und sich nicht kümmert um die Belange der Muslime, der ist kein Muslim. Der ist kein Muslim. Das ist kein Takfir, der wird nicht zum Käfer. Aber der ist nur ein äußerlicher Muslim. Er trägt nur den Namen des Islam. Nur auf dem Pass, wenn man so will, ist er Muslim. Aber ein wahrer Muslim ist er nicht. Wer nicht morgens aufsteht und nicht weiß, wo die Muslime aktuell leiden, welche Probleme aktuell die Muslime haben und sich nicht vorbereitet und beschäftigt und überlegt, was können wir machen, der ist kein Muslim. Und die Überlieferung sagt Muslime, nicht nur Schiiten oder Mu'minun oder was auch immer. Muslime, alle Muslime, egal welche Ausrichtung. Ein weiterer Hadith des Propheten sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. In einem weiteren Bericht sagt der Prophet, man asbaha min ummati wa hammuhu ghayrullah, falaysa min Allah. Wer morgens aufsteht und eine andere Sorge hat, außer Allah subhanahu wa ta'ala, der hat mit Allah nichts zu tun. Wer morgens aufsteht und seine Sorge ist das Geld, seine Sorge ist das Diesseits, für sich selber, für diesseitige Zwecke, nicht für Familie und islamische Zwecke oder islamlegitime Zwecke, für sich selber, er hat seine Sorge ist die Zufriedenheit der Menschen. Der hat mit Allah nichts zu tun. Alaikum assalam. Wir sehen also in diesen Überlieferungen, geehrte Geschwister, dass der Fokus auf morgen liegt, wie es bei Muzdalifa auch der Fall ist. Die Menschen und der Gläubige, der erfolgreich sein will, im Diesseits und im Jenseits, weil Imam al-Sadiq hat diesseitige Auswirkungen für das Wachbleiben in dieser Zeit erwähnt, positive wie negative. Imam Ali alayhi salam genauso, der Prophet genauso, wer Erfolg haben möchte im Diesseits und im Jenseits, der versucht zumindest diese wichtige Zeit zu nutzen, sei es auch für Sportaktivitäten oder um sich weiterzubilden, was auch immer, Hauptsache er schläft nicht in dieser Zeit.